Herzlich willkommen bei Handballpuls. Heute präsentieren wir euch 10 Fakten über den Champions League-Sieger 2019, Christian Dissinger. Fakt Nummer 1. Christian Dissinger debütierte schon mit 17 Jahren bei seinem Heimatverein der TSG Friesenheim in der zweiten Handball-Bundesliga. Dissinger blieb für 3 Spielzeiten bei der TSG Friesenheim und spielte 2 Jahre in der zweiten Bundesliga sowie 1 Jahr in der ersten Handball-Bundesliga für die TSG. Fakt Nummer 2. Im Jahr 2011 holte sich Christian Dissinger mit der deutschen Juniorennationalmannschaft den Weltmeistertitel in Griechenland. Dissinger wurde in das All-Star-Team als auch zum MVP des Turniers gewählt. Eine große Zukunft wurde dem größten deutschen Handballtalent prophezeit. Fakt Nummer 3. Christian Dissinger suchte früh in seiner Karriere den Weg ins Ausland. So wechselte Dissinger im Sommer 2011 als junger Bursche in die Schweiz zu den Kadetten Schaffhausen. Der damalige Bundestrainer Martin Heuberger kritisierte den damaligen Wechsel Dissingers von der Bundesliga in die Schweiz. Heuberger hätte es lieber gesehen, wenn Dissinger seinen Stammplatz bei der TSG Friesenheim behalten hätte. Fakt Nummer 4. Nach seinem Umzug in die Schweiz verstarb völlig überraschend sein Vater. Mit der Trauer und weitere 6 Wochen später riss sich Christian Dissinger im Oktober 2011 im Champions League-Spiel gegen den FC Barcelona das Kreuzband. Auch ein Karriereende stand zur Debatte nach all den vielen Schicksalsschlägen. Aber Dissinger kämpfte sich durch die Reha und nach 351 Tage Zwangspause feierte der 2,2 Meter große Halblinke sein Comeback. Fakt Nummer 5. Nach 2 Jahren bei den Kadetten Schaffhausen löste Dissinger trotz zweiten Kreuzbandrisses seinen Vertrag auf, um 2 Monate später einen Vertrag bei Atletico Madrid zu unterschreiben. Tanan Duschebaev wollte Dissinger unbedingt haben, trotz seines zweiten Kreuzbandrisses. Der Startrainer wollte Dissinger wieder aufbauen, aber Atletico Madrid ging nach wenigen Wochen und ohne ein Spiel von Dissinger in die Insolvenz, sodass Dissinger vereinslos war. Verletzt und vereinslos widerstand Christian Dissinger vor dem Karriereende. Dissinger kehrte zurück nach Deutschland und musste sich mit seinem Manager Marc Rapalli neu orientieren. Dissinger entschied, seine Reha in den USA in Phoenix bei Marc Verstegen zu machen. Verstegen arbeitet mit großen Namen des Sports zusammen, sowie als Athletiktrainer bei der deutschen Fußballnationalmannschaft unter Jürgen Klinsmann. Der Gang in die USA war für Dissinger damals wichtig, um sich voll auf die Reha zu konzentrieren. Fakt Nummer 6. Im Jahr 2013 absolvierte Dissinger erst in Ruhe seine Reha und baute sich erst ohne Vertrag ab Januar 2014 beim damaligen Bundesligisten TuS Lübbecke auf. Einige Wochen später bestreitete Dissinger sein erstes Spiel nach über einem Jahr Leidenszeit. Daraufhin unterschrieb er einen 2-Jahres-Vertrag beim TuS aus Lübbecke. Hier muss man erwähnen, dass ein großer Förderer Dirk Beuchler war, der zu dieser Zeit als Trainer des TuS Lübbecke einen verletzten Christian Dissinger zu sich nahm und Stück für Stück aufbaute. Fakt Nummer 7. Im Jahr 2015 wechselte Christian Dissinger vorzeitig vom TuS Lübbecke zum THW Kiel. 4 Spielzeiten später und mit etwas Frust aufgrund wenig Spielminuten verabschiedete sich Dissinger vorzeitig beim THW Kiel. Beim THW Kiel hielt sich Dissinger gerne mit den Mitspielern aus dem Balkan auf. Kaffee und Quatschen war hier eine große Leidenschaft von Disco. Sie fragen sich, was Disco bedeuten soll? Seine Mitspieler aus dem Balkan tauften Christian Dissinger Disco. Als bald auch der strenge Alfred Gisasson Dissinger mit Disco ansprach, war der Spitzname nicht mehr wegzudenken. Fakt Nummer 8. Das Jahr 2016 war Dissingers erfolgreichstes und zugleich schlimmstes Jahr in seiner Karriere. Er gewann im Januar 2016 mit der deutschen Nationalmannschaft völlig überraschend die Europameisterschaft in Polen. Dissinger gehörte bis zu seiner Verletzung im zweitletzten Hauptrundenspiel gegen Russland zu den auffälligsten Spielern in der deutschen Mannschaft, bevor er sich eine Adduktorenverletzung zuzog und nicht mehr für Deutschland auflaufen konnte. Das gleiche passierte Dissinger bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Er zeigte gute Spiele für Deutschland, bevor er sich wieder einmal verletzte und sich eine Meniskusverletzung zuzog. Die deutsche Mannschaft wurde ohne Dissinger Bronzemedaillensieger 2016 und Dissinger erklärte daraufhin, dass er eine Pause von der Nationalmannschaft braucht, da die Belastung zu hoch sei. So kommen wir zu Fakt Nummer 9. Anscheinend hat Dissinger das süße Leben des Balkans so gut kennenlernen dürfen von Marco Wuin und Co., sodass Christian Dissinger von Kiel nach Mazedonien wechselte. In Mazedonien bei Vardar Skopje fand Dissinger eine neue Heimat. Disco schlug sofort ein bei den Mazedoniern, verbuchte in etwa 30 Minuten Spielzeit zahlreiche Tore und gewann die Sea League. Leider verletzte sich Disco mal wieder und kugelte sich den Ellenbogen aus. Christian Dissinger schaffte es rechtzeitig fit zu werden für das Champions League Final Four in Köln 2019. Abschließend kann man Disco nur beglückwünschen. Die zahlreichen Schicksalsschlägen privater Natur und die zahlreichen Verletzungen hielten Disco nicht davon ab, weiter an sich zu arbeiten. Unterm Strich
führte der steinige Weg von Christian Dissinger zum Champions League-Sieger 2019. Kommen wir zum letzten und privaten Fakt Nummer 10. Auch Christian Dissinger pflegt eine Handballerbeziehung. So ist Dissinger mit der deutschen Nationalspielerin Alicia Stolle zusammen. Beide trennen mittlerweile ein paar tausend Kilometer. Aber auch der Fall Rune Dahmke und Stine Oftedal zeigen, dass die Liebe im Handball unüberwindbar ist. Das waren die 10 Fakten über den Champions League-Sieger 2019 Christian Dissinger. Falls dir das Video gefallen hat, lass ein Like oder auch ein Abo da. Wir würden uns freuen und freuen uns auch, wenn wir dich beim nächsten Video wieder begrüßen dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.